Irbenik ist einer der schönsten Orte auf der Insel Krk. Der Koch Tomislav Japuncic arbeitet hier in einem Restaurant. Es lebt vor allem von Touristen, die bei einem Tagesausflug auch die lokale Küche entdecken wollen. Unsere Speisekarte bietet eine große Auswahl, aber unsere Fleischgerichte sind bei den Touristen besonders beliebt. Etwa Cevapcici oder Pleskavice. Doch es gibt auch genügend Gäste, die offen sind für Neues und gern lokale Spezialitäten ausprobieren möchten. Neben dem Tourismus leben die Menschen auf der Insel traditionell von der Landwirtschaft. Fast jede Familie besitzt eine kleine Schafsherde. Deshalb sind Lammgerichte typisch für die Region und stehen auch auf der Speisekarte im Restaurant Konoba Luce. Tomislav Japuncic serviert sein Gulasch am liebsten mit hausgemachten Nudeln, auf Kroatisch Schurlice. Zuerst mischt er Mehl, Eier und Öl. Heißes Wasser macht den Teig geschmeidig. Den Teig gut kneten und dann 15 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit die Zwiebeln und das Fleisch schneiden. Man kann für das Rezept alle Arten von Fleisch nehmen: Lamm, Rind, Kalb oder Schweinefleisch. Zwiebeln und Tomatenmark anrösten, Salz, Pfeffer, Lorbeerblätter und Rosmarin hinzufügen. Dann das Fleisch anbraten. Alles mit herbem Rotwein ablöschen. Das gibt eine schöne dunkle Farbe. Nachdem der Alkohol verdunstet ist, gibt der Koch warmes Wasser hinzu und lässt alles köcheln. Dann rollt er den Nudelteig aus und schneidet ihn in Portionen. An der Längsseite legt er eine Nadel ein und rollt den Teig. So entsteht ein Loch. Das Loch ist wichtig, denn so kann die Nudel die Soße gut aufsaugen. Alles wird sehr saftig und schmeckt gut. Dazu empfiehlt der Küchenchef ein Gläschen Schlachtina, eine Weißweinsorte, die in der Gegend von Vrbenik angebaut wird.